Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut recht herzlich gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Was ist das wahre Evangelium? Das ist der Titel der heutigen Predigt. Was ist Ihre Reaktion, wenn Sie diese Frage zu hören bekommen? Wissen wir nicht alle, was das Evangelium ist? Das Evangelium ist seit über 2000 Jahren gepredigt worden, denken wir einmal. Und jeder weiß, was das Evangelium ist, die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Aber die gute Nachricht, die frohe Botschaft, wovon? Nun, diejenigen von Ihnen, die mich schon seit einiger Zeit gehört haben und unsere Literatur gelesen haben, wissen, dass ich immer wieder betont habe, dass das Evangelium nur ein einziges Evangelium sein kann. Es gibt nicht verschiedene Evangelien. Es gibt nicht verschiedene Botschaften. Es gibt nur ein Evangelium. Und Paulus macht dies sehr deutlich. Schauen wir uns einmal im Galaterbrief, Kapitel 1 an. Angefangen mit Vers 6 und ich lese die Verse 6 bis 9. Galater Kapitel 1, angefangen in Vers 6. Denn Paulus beschreibt hier etwas, was in der damaligen neutestamentlichen Kirche geschehen ist. Und was, wie wir noch sehen werden, auch kürzlich in unserer heutigen Zeit wiederum geschehen ist. In Galater Kapitel 1, angefangen Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst. Also Paulus sagt, mich wundert das. Ich bin erstaunt darüber, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi zu einem anderen Evangelium. Aber Paulus fährt fort, deutlich zu machen, in Vers 7, obwohl es doch kein anderes gibt. Also es gibt nur ein Evangelium. Aber er sagt nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Achten wir auch auf diese Bezeichnung, das Evangelium Christi. Er sagt dann, aber wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht, der sei abgeschnitten von Gott, abgeschnitten von Jesus Christus. Und er sagt dann noch einmal in Vers 9, wie wir gesagt haben, so sage ich euch abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Also Paulus macht hier ganz deutlich, dass es nur ein Evangelium gibt, ein wahres Evangelium. Und dass jeder, der ein anderes Evangelium predigt, eine andere Botschaft, eine andere Nachricht, als das, was das wahre Evangelium darstellt, der soll verflucht sein. In Matthäus Kapitel 26 bestätigt Christus auch, dass es nur ein Evangelium gibt. Matthäus Kapitel 26, und es geht hier um die Stelle natürlich, wo ihn eine Frau gesalbt hat mit kostbarem Öl und die Jünger waren darüber sehr erbost. Und Christus sagt zu denen, lasst sie in Ruhe, denn sie hat das auf meinen Tod getan. Und dann sagt er in Matthäus 26 und Vers 13, und achten wir genau wiederum auf die Ausdrucksweise. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wo dies Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, da wird man auch sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Dies Evangelium, das einzige Evangelium, um das es geht, das wahre Evangelium. Nun, wie wird es normalerweise in der Bibel beschrieben? Vornehmlich beschrieben. Es herrscht da große Verwirrung bei vielen. Aber vornehmlich wird es beschrieben als das Evangelium vom Reich Gottes. Das Evangelium vom Reich Gottes. Nun schauen wir zunächst einmal die Stellen hierzu an oder einige. Aber dann gibt es noch etwas, was ich dazu ausführen muss. Zunächst einmal Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4 und in Vers 23. Matthäus Kapitel 4 und Vers 23. Und diejenigen, die mit der Wahrheit vielleicht schon länger vertraut sind, die sagen mir jetzt, ja, das wusste ich immer schon, das ist das Evangelium vom Reich Gottes. Aber die Frage, die ich stellen muss, ist, wussten Sie es wirklich immer schon? Und verstehen Sie auch heute, was damit gemeint ist? Matthäus Kapitel 4 und Vers 23. Schauen wir uns dies an. Und Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich. Und wie wir nachher noch sehen werden, es ist das Reich Gottes. Und er heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. In Kapitel 24, Matthäus Kapitel 24 und Vers 14, eine sehr bekannte Stelle bei vielen, aber haben wir uns immer auch bewusst gemacht, was hier eigentlich gesagt wird. Matthäus Kapitel 24 und Vers 14. Das sind wiederum Christi Worte.
eine Prophezeiung für uns heute, kurz vor der Wiederkunft Christi. Er sagt hier, und es wird gepredigt werden, dies Evangelium. Was für ein Evangelium? Vom Reich. Dies Evangelium vom Reich. In der ganzen Welt zum Zeugnis. Für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Die Jünger wollten ja wissen, wann das Ende kommen würde, wann Christus zurückkommen würde. Das Zeichen, das er gab, war, dies Evangelium vom Reich wird gepredigt werden zu einem Zeugnis unter allen Völkern. Und dann wird das Ende kommen. In Markus Kapitel 1. Markus Kapitel 1. Schauen wir uns die Verse 14 und 15 an. Markus Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Da liest es sich hier in der Lutherbibel wie folgt. Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Nun, viele Textzeugen haben hier predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Aus was für Gründen auch immer hier Luther den Ausdruck vom Reich ausgelassen hat, weiß ich nicht, aber die meisten sagen deutlich, es geht um das Evangelium vom Reich Gottes, aber im nächsten Vers wird das sogar noch deutlicher, denn in Vers 15 heißt es, und er sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen, tut Buße oder bereut, ändert euren Sinn und glaubt an das Evangelium vom Reich Gottes. Denn jetzt war es möglich geworden, nachdem Christus Satan besiegt hatte in der Wüste, das Reich Gottes zu verkünden, das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden und dann auch, wie wir noch sehen werden, die Möglichkeit zu eröffnen, dass der Mensch Eintritt haben könnte in das Reich Gottes. Lukas Kapitel 8. Lukas Kapitel 8. Und in Vers 1. Lukas Kapitel 8 und Vers 1. Und es begab sich danach, dass er durch Städte und Dörfer zog und predigte und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Wie ich sagte, es gibt nur ein Evangelium. Es wird hier kontinuierlich bezeichnet als das Evangelium vom Reich Gottes. Und die zwölf waren mit ihm. Und dann lesen wir auch in Kapitel 9 im Lukas-Evangelium, im Bericht des Lukas, Kapitel 9 und Vers 2. Er ruft die zwölf zusammen in Vers 1, Vers 2, und er sandte sie aus, zu predigen das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Und dann lesen wir in Vers 6, dass sie hinausgingen und zogen von Dorf zu Dorf. Sie predigten das Evangelium. Nun, das Evangelium vom Reich Gottes. Und sie machten gesund an allen Orten. Nun, was ich jetzt besprechen muss mit Ihnen, ist etwas, was man sehr leicht übersehen kann. Schauen Sie, wir hatten diese Stellen alle gelesen, die sagten, es ist das Evangelium vom Reich Gottes. Es sagt nicht, es ist das Evangelium über das Reich Gottes. Es heißt, das Evangelium, die frohe Nachricht, die gute Botschaft vom Reich Gottes. Im Griechischen steht hier der Genitiv. Man kann also genauso gut übersetzen und die meisten englischen Bibeln übersetzen es auch so, das Evangelium des Reiches Gottes. Darauf werden wir gleich noch eingehen. Das ist wichtig. Es ist wichtig zu verstehen, es geht nicht nur um eine Botschaft über das Reich Gottes, es geht um eine Botschaft des Reiches Gottes. Eine Botschaft, die von dem Reich Gottes herrührt. Da muss man natürlich wissen, was das Reich Gottes ist. Wenn man keine Ahnung davon hat, was das Reich Gottes ist, dann kann man natürlich auch nicht verstehen, warum es hier heißt, es ist das Evangelium des Reiches Gottes, von dem Reich Gottes. Nun, die meisten denken vielleicht, wenn sie überhaupt an das Reich Gottes glauben, und nicht meinen, es sei irgendwie im Herzen der Menschen oder es sei die Kirche, die verstehen dann, dass das Reich Gottes hier auf Erden errichtet werden wird. Wenn also Jesus Christus zurückkommt hier auf Erden, dann wird er auf Erden herrschen. Und sie meinen, das ist dann eben das Reich Gottes. Und sie verstehen dann eigentlich nicht, wenn das alles ist, was sie verstehen, was mit dem Reich Gottes gemeint ist. Dann schauen Sie, meine Damen und Herren, das Reich Gottes ist eine Bezeichnung für Gott. Es ist die Familie Gottes. Es ist die Königsherrschaft Gottes. Um es noch einmal zu sagen, das Reich Gottes ist die Gottfamilie, die über andere herrscht. Um im Reich Gottes sein zu können, muss man Gott sein. Und wir glauben nicht, nebenbei bemerkt hier, an eine Dreieinigkeit. Wir glauben nicht daran, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Wir glauben daran, dass Gott zurzeit aus dem Vater und dem Sohn besteht. Immer schon bestanden hat. Nun, einige glauben das auch nicht mehr und sagen, ja,
Der Sohn, Jesus Christus, der war nie Gott und wird nie Gott sein. Das ist Gotteslästerung. Jesus Christus wird ganz eindeutig, auch heute, in der Bibel als Gott beschrieben. Als er nach der Auferstehung zu den Jüngern kam, da fiel letztendlich Thomas vor ihm nieder und sagte, mein Herr und mein Gott. Und er betete ihn an. Und nur Gott ist der Anbetung würdig. Selbst Engel erlauben uns nicht, sie anzubeten. Andere sagen, der Heilige Geist ist ebenfalls Gott. Davon sagt die Bibel nirgendwo etwas. Der Heilige Geist ist keine Person. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott, dem Vater und dem Sohn, Jesus Christus, ausströmt. Wie Sie vielleicht wissen, habe ich vor einigen Jahren einer anderen Organisation angehört, der weltweiten Kirche Gottes, oder wie es im Amerikanischen hieß, The Worldwide Church of God. Und diese Organisation wurde damals von Herrn Herbert W. Armstrong geleitet, aber der starb dann 1986. Und nachdem er gestorben war, da haben andere die Führerschaft übernommen und haben dann systematisch quasi alle Lehren, die wir damals als richtig verstanden hatten, abgeschafft und sie durch falsche Ideen ersetzt. Als damals Herr Armstrong die Kirche leitete, da war sie eine sehr bekannte Institution, zumindest in Amerika, in Kanada, aber auch zum Beispiel in Japan, in China, in anderen Orten. Es war zum Beispiel das Ambassador College, eine sehr bekannte Organisation, die von der Kirche geleitet wurde. Es gab dann auch das Ambassador Foundation. Das war eine Institution, wo viele berühmte Künstler damals aufgetreten sind im Auditorium, wie zum Beispiel Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Hermann Prey, andere. Aber wie gesagt, alles das wurde systematisch zerstört, nachdem diese neue Führerschaft mit ihren neuen Ideen, die nichts weiter waren als alte heidnische Ideen, dann Besitz ergriffen von der Kirche. Und letztlich wurde sogar auch der Name Worldwide Church of God oder die weltweite Kirche Gottes geändert in eine andere Bezeichnung. Ich habe hier eine Bekanntmachung von der australischen Worldwide Church of God. Und die schreiben hier, dass eine Namensänderung erfolgt ist. Und das heißt jetzt Grace Communion International. Mit anderen Worten, die Vereinigung, die internationale Vereinigung von der Gnade. Und dann heißt es hier in der Bekanntmachung, dass wir ein Evangelium predigen, schreiben die, das sich mit dem dreifaltigen Gott beschäftigt. Und dann heißt es später, der Vater, der Sohn und der Geist sind ein Wesen, sind eine Person. Nun, das muss man mir mal erklären, wie der Vater, der eine Person ist, und der Sohn, der eine Person ist, und wie die meinen, der Geist, der allerdings keine Person ist, aber die glauben fälschlicherweise daran, dass er eine sei, diese drei Personen sind eine Person. Das gibt ja nun logisch überhaupt keinen Sinn. Das ist ja Schwachsinn. Und die Bibel lehrt dies nirgendwo. Sie lehrt auch nicht, dass der Vater und der Sohn eine Person sind. Sie sind eins, in dem Sinne, dass sie eine Einheit bilden, in dem Sinne, dass sie alle mit allem übereinstimmen. Ihr Sinn ist der gleiche, aber es sind zwei Personen. Schauen Sie, im Anfang war das Wort, Jesus Christus. Und das Wort war bei Gott, Gott dem Vater. Und das Wort war auch Gott. Auch hier ein Beweis, dass Jesus Christus immer schon Gott war. Und es heißt, durch Jesus Christus wurde alles gemacht, das gemacht ist. Und es heißt auch, dass Gott der Vater alles durch Jesus Christus erschuf. Zwei Personen. Aber hier lesen wir von der Grace Communion International, die es besser wissen sollten und einmal auch gewusst haben, dass alles dies, was wir einmal verstanden hatten, abgeschafft ist. Schauen Sie, meine Damen und Herren, die Bibel lehrt uns deutlich, Gott ist eine Familie. Einige sagen, oh, das soll man so nicht sagen. Man kann sagen, Gott hat eine Familie. Nein, Gott ist eine Familie. Gott ist das Reich Gottes. Gott besteht zurzeit aus dem Vater und dem Sohn, aber der Mensch hat das Potenzial, teilzuhaben an der Familie Gottes. Wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben, sind wir zurzeit gezeugte Kinder Gottes, noch nicht wiedergeborene Kinder Gottes. Die Wiedergeburt findet im Zeitpunkt unserer Auferstehung statt oder Verwandlung. Das heißt, das Reich Gottes kann nicht ererbt werden durch Fleisch und Blut. Aber wenn wir im Reich Gottes sind, dann werden auch wir Gott sein. Wie ich sagte, niemand kann im Reich Gottes sein, es sei denn, er ist Gott. Und wenn wir also lesen, dass Christus das Evangelium vom Reich Gottes oder des Reiches Gottes verkündet hat, bedeutet dies, dass es das Evangelium war, das von dem Reich Gottes, der Gottfamilie, herrührt. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man auch, warum die Bibel
manchmal das Evangelium in noch anderer Weise beschreibt. Wie zum Beispiel in Römer, Kapitel 1 und Vers 1. Römer, Kapitel 1 und Vers 1. Nur einige meinen, weil ja nun, nachdem die weltweite Kirche Gottes in diesen falschen Abgrund hineingefallen ist von totalen Irrlehren, und dann einige haben sich natürlich von der Kirche dann abgewandt und einige andere Organisationen ins Leben gerufen, dass diese Organisationen, die jetzt ins Leben gerufen worden sind, die sollten alle zusammenarbeiten, denn letztendlich glaubt auch jeder das Gleiche. Das ist eine absolut naive Vorstellung. Eine Vorstellung, die von Menschen vorgebracht wird, die gar nicht verstehen und gar nicht wissen, was eigentlich diese Organisationen alles lehren. Ich habe mit Evangelisten von anderen Organisationen gesprochen, die mir gesagt haben, es ist biblisch falsch zu sagen, Gott ist eine Familie. Ich habe mit anderen Evangelisten gesprochen, die mir gesagt haben, der Heilige Geist ist Gott. Schauen Sie, alle diese Auffassungen sind verkehrt, sind biblisch unhaltbar. Und wie es im Amos-Buch heißt, wir können zwei miteinander wandern, es sei denn, sie stimmen überein mit dem, was sie glauben. Also wenn Sie den Irrglauben haben, dass alle diese Organisationen, die es heute so geben mag, die aus der weltweiten Kirche Gottes hervorgegangen sind, alle das Gleiche lehren, dann sind Sie im gewaltigen Irrtum. Auf der anderen Seite, es gibt Menschen, die nach wie vor in dieser weltweiten Kirche Gottes verbleiben und meinen, sie sind stark genug, diesen falschen Ideen zu widerstehen, und die sind auch in einem gewaltigen Irrtum. Denn keiner kann im Dreck lange genug herumwarten, ohne dass seine Füße schmutzig werden. Ich habe mit einigen gesprochen, die nach wie vor dort in dieser Atmosphäre leben, und die haben es gar nicht bemerkt, wie sehr sie die falschen Ideen zu einem gewissen Grade angenommen haben. Und auch viele, die herausgekommen sind aus dieser weltweiten Kirche Gottes, die haben schon gewisse falsche Ideen angenommen. Und solange wie sie damals Geistliche waren, sind sie nicht in vollster Weise aufgestanden und haben gegen diese Lehren, diese falschen Lehren, gepredigt. Die haben diese neutralen Predigten gegeben, wo keiner so recht wusste, was eigentlich gesagt worden war. Paulus sagte, wenn ich nicht den vollen Ratschluss Gottes verkündige, dann bin ich schuldig am Blute derer, zu denen ich spreche. Also machen Sie sich von diesem Irrglauben frei, dass alle diese Organisationen, die so da herumschwirren und die alle vorgeben, aus der weltweiten Kirche herausgekommen zu sein, dass die alle das Gleiche lehren. Ein absoluter Irrtum. Römer Kapitel 1 und Vers 1. Schauen wir uns nun an, wie das Evangelium vom Reich Gottes noch beschrieben wird. Römer Kapitel 1 und Vers 1. Da heißt es, Paulus, ein Knecht Christi Jesu, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes. Er hätte sagen können, das Evangelium des Reiches Gottes, aber er spricht hier das Evangelium Gottes an, Gottes des Vaters. In der Bibel, wenn es nicht aus dem Zusammenhang etwas anderes ergibt, wird mit Gott normalerweise, zumindest im Neuen Testament, der Vater gemeint sein. Es geht also hier um das Evangelium Gottes des Vaters. Schauen Sie, es ist Gott der Vater, der das Evangelium besitzt sozusagen. Er ist der Besitzer, der Urheber des Evangeliums. Selbst Jesus Christus, als er hier auf Erden war, sagte, ich spreche nicht meine eigenen Worte, ich spreche nur die Worte, die mir mein Vater gegeben hat. Nun, einige sagen, ja, das war damals, als er hier auf Erden war, als Mensch, aber heute ist das anders. Heute ist das keineswegs anders. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 1 an. Das ist eine Stelle, die sich auf einen Zeitpunkt bezieht, nachdem Jesus Christus auferweckt war, nachdem er wieder in Herrlichkeit aufgenommen worden war. Und schauen wir uns einmal an, was hier geschrieben steht. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 1. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 1. Da heißt es, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat. Schauen Sie, Gott ist der Höchste in der Hierarchie der Gottfamilie. Das allein zeigt bereits schon die falsche Idee der Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit-Lehre besagt ja, dass Gott der Vater und Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist alle gleich seien. Auch in Autorität, auch in Hierarchie. Die glauben ja gar nicht an eine Hierarchie. Die Bibel sagt das genaue Gegenteil. Zunächst einmal spricht sie nicht davon, dass der Heilige Geist eine Person wäre oder Gott wäre, sondern etwas, das eben von Gott ausströmt. Aber hier schauen Sie, wie die Idee der Gleichheit total in diesem Sinne, wenn es also um Autorität geht, total abgelehnt wird. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, also Gott der Vater hat sie Jesus Christus gegeben, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er, Christus, hat sie durch seinen Engel gesandt, in diesem Falle, und seinem Knecht Johannes kundgetan. Also schauen Sie diese Hierarchie sich an. Gott der Vater,
gibt die Botschaft an Jesus Christus, der gibt sie weiter an einen Engel, der gibt sie weiter an Johannes. Und der schreibt sie dann hier nieder. Und so ist das Evangelium vom Reich Gottes, das Evangelium Gottes, man kann auch sagen von Gott, aber es rührt eben von Gott her, das ist damit gemeint. Schauen Sie, es heißt nicht das Evangelium über Gott, das Evangelium von Gott, das ist die Botschaft, die von Gott stammt. Und so lesen wir eben auch, dass es das Evangelium ist von Jesus Christus oder das Evangelium Jesu Christi. Markus Kapitel 1 und Vers 1. Markus Kapitel 1 und Vers 1. Wenn man einmal verstanden hat, was mit dem Reich Gottes gemeint ist und mit dem Evangelium des Reiches Gottes, dann versteht man, dass dies keine Widersprüche sind, sondern diese Stellen haben alle miteinander zu tun, stehen alle im Einklang. Markus Kapitel 1 und Vers 1. Es heißt hier in der Lutherbibel, dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Schauen Sie, es heißt hier eben nicht, das ist sehr wichtig zu sehen, das ist der Anfang des Evangeliums über Jesus Christus, den Sohn Gottes. Das steht hier nicht da. Es heißt das Evangelium von Jesus Christus. Aber wie ich sagte, auch hier steht dies im Genitiv. Und ich habe hier zum Beispiel die Elberfelder Bibel vor mir liegen. Und ich möchte kurz jetzt aus der Elberfelder Bibel vorlesen, wie die Markus Kapitel 1 und Vers 1 übersetzen. Und zwar in noch richtigerer Weise, um das Verständnis noch zu verdeutlichen. Da heißt es hier, Anfang des Evangeliums Jesu Christi. Also noch nicht einmal von Jesus Christus, sondern das ist das Evangelium Jesu Christi, wie es das Evangelium Gottes des Vaters ist, wie es das Evangelium des Reiches Gottes ist. Alles dies stimmt miteinander überein. Lesen wir auch Römer, Kapitel 1, zunächst einmal wiederum in der Lutherbibel. Aber wie wir noch sehen werden, wenn es um diese Bezeichnungen geht, hat Luther doch da so einiges vermasselt. Scheinbar hat er das Verständnis nicht gehabt und ich gehe dann immer auf die Elberfelder Bibel zurück, die das deutlicher macht, wie es auch im Urtext so geschrieben steht. In Römer Kapitel 1 und Vers 9 heißt es hier, denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium von seinem Sohn. Also zumindest hat er nicht übersetzt über seinen Sohn, er schreibt am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass eurer gedenke. Auch hier wiederum, die Elberfelder Bibel, Römer Kapitel 1 und Vers 9 in der Übersetzung der Elberfelder Bibel, da liest sich dies wie folgt. Denn Gott ist mein Zeuge, dem ich in meinem Geist an dem Evangelium seines Sohnes diene. Also es geht nicht um eine Botschaft über Jesus Christus, es geht um eine Botschaft, die von Christus herrührt, die eben Christus als den Besitzer anerkennt. Nun, wir hatten aber gerade gelesen, oder lesen wir auch Römer 1 und Vers 16, um das noch zum Abschluss zu bringen. Römer 1 und Vers 16, ich lese das hier wieder aus der Lutherbibel nun. Da steht nämlich dann geschrieben, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso auch die Griechen. Nun, die meisten heute schämen sich des wahren Evangeliums. Sie wissen vielleicht noch nicht einmal, was das wahre Evangelium eigentlich ist. Deswegen die Predigt heute. Aber schauen Sie, wir hatten bereits gelesen, das Evangelium war das Evangelium Gottes. Also Gott ist derjenige, Gott der Vater, der der Urheber des Evangeliums ist, dem das Evangelium gehört. Und jetzt lesen wir hier, es ist das Evangelium Jesu Christi. Was dies bedeutet ist, dass Jesus Christus mit dem Evangelium total einverstanden ist. Es sich zu eigen gemacht hat, sozusagen. Das, was von Gott dem Vater kommt, kommt eben auch von Jesus Christus. Da gibt es keine Unterschiede. Da gibt es keine anderen Ideen. Sondern das Evangelium Gottes ist auch das Evangelium Christi. Die sind beide, stimmen beide total miteinander überein, 100%. Und um das noch deutlicher zu machen, soweit wie es auf den Menschen sich bezieht, schauen wir uns einmal 2. Thessaloniker Kapitel 1 an. Auch hier lese ich das zunächst einmal in der unglücklichen Formulierung in der Lutherbibel. Und ich zeige Ihnen dann aber, wie es zum Beispiel in der Elberfelder Bibel und auch in der Züricher Bibel übersetzt ist. 2. Thessaloniker Kapitel 1, die Verse 6 bis 8.
Da heißt es hier in der Lutherbibel: Denn es ist gerecht bei Gott, mit Bedrängnis zu vergelten denen, die euch bedrängen. Vers 7. Euch aber, die ihr Bedrängnis leidet, Ruhe zu geben mit uns, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird, vom Himmel her, mit den Engeln seiner Macht, Vers 8, in Feuerflammen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind, dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Dem Evangelium unseres Herrn Jesus. Das ist eigentlich sogar eine richtige Übersetzung. So wird es auch in der Elberfelder Bibel übersetzt. Das Evangelium unseres Herrn Jesus. Also nicht das Evangelium über den Herrn Jesus, sondern das Evangelium unseres Herrn Jesus. Mit anderen Worten, es ist das Evangelium, das Christus gehört, das Christus gelehrt hat, als er hier auf Erden war. Und das nach wie vor das wahre Evangelium darstellt. Es ist ein Unterschied zu sagen, wir lehren das Evangelium über Jesus Christus. Das ist das, was die meisten heute tun, wenn sie überhaupt ein Evangelium predigen. Die sprechen über die Person Jesu Christi, dass er vielleicht, wenn sie das anerkennen, Gott war, oder manche erkennen das auch gar nicht an, und dass er hier auf Erden gelebt hat als Mensch, dass er gestorben ist, dass er auferweckt worden ist. Vielleicht sagen sie auch noch, dass er heute als Hohepriester im Himmel für uns wirkt. Und damit hat sich die ganze Geschichte. Aber das ist nicht das Evangelium Jesu Christi. Das ist nicht das Evangelium Gottes. Das ist nicht das Evangelium des Reiches Gottes. Das ist nämlich viel mehr als nur eine Botschaft über den Sohn. Natürlich gehört das mit hinzu. Aber es ist eben weitaus mehr, denn das Evangelium richtet sich an den Menschen. Es richtet sich an das Potenzial des Menschen. Es ist eine Botschaft Gottes an den Menschen. Es ist die Botschaft, die Jesus Christus brachte in seinem Evangelium, im Evangelium Gottes. Wir lesen hier auch an dieser Stelle, dass wir dem Evangelium gehorchen müssen. Und Gott wird diejenigen, die dem Evangelium nicht gehorchen, bestrafen. Es geht nicht nur um den Glauben an das Evangelium, sondern an den Gehorsam. Es geht um den Gehorsam im Hinblick auf das Evangelium. Man kann einen falschen Glauben haben. Man kann glauben, dass Jesus Christus sogar Gottes Sohn war, aber nichts darüber hinaus tun. Aber Gott sagt uns, nicht diejenigen, die glauben, sondern diejenigen, die auch dann etwas tun mit dem, woran sie glauben. Das sind die, die selig gesprochen werden. Also es geht hier um den Gehorsam. Und die meisten Menschen natürlich heute nicht gewillt, Gott zu gehorchen. Aber nun schauen wir uns eine interessantere weitere Stelle an, oder ich soll sagen, eine interessante weitere Stelle im Römerbrief. Römer Kapitel 2 und in Vers 12. Römer Kapitel 2 und Vers 12. Um den Zusammenhang zunächst einmal zu sehen. Da sagt Paulus, alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Schauen Sie, das Gesetz ist automatisch. Und wenn wir das Gesetz übertreten, ob wir es gekannt haben oder nicht, hat das mit automatischen Strafen zu tun. Und wenn wir das Gesetz halten automatisch, auch wenn wir es vielleicht gar nicht so in der schriftlichen Form kennen, hat das mit automatischen Segnungen zu tun. So sagt Paulus hier, alle, die ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz verurteilt werden. Und dann sagt er hier in Vers 16, natürlich, wenn sie das Gesetz nicht halten, und er sagt dann in Vers 16, an dem Tag, schauen Sie, darum geht es, die werden entweder verloren gehen oder verurteilt werden, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Christus Jesus richten wird, wie es mein Evangelium bezeugt. Also jetzt sagt Paulus hier, es ist nicht nur das Evangelium des Reiches Gottes, es ist nicht nur das Evangelium Gottes des Vaters, es ist nicht nur das Evangelium Jesu Christi, es ist auch mein Evangelium. Weil er 100% mit dem übereinstimmt, was das Evangelium aussagt. Er hat ja gesagt, wenn einer ein anderes Evangelium entgegennimmt, als das, was wir euch gebracht haben, der sei verflucht. Stimmen wir 100% mit dem überein, was das Evangelium Gottes sagt in der Bibel? Oder haben wir da so andere Vorstellungen, andere Ideen, andere Traditionen? Haben wir vielleicht den Irrsinn in gewisser Weise akzeptiert, der damals in der Kirche, der weltweiten Kirche Gottes fabriziert wurde? Oder wenn das orthodoxe Christentum angesprochen werden soll, die ja nun auch an die Dreieinigkeit glauben, eine unsinnige Idee. Haben wir das akzeptiert? Wenn ja, dann sage ich Ihnen hier mit der Autorität Jesu Christi, Sie glauben nicht an das wahre Evangelium. Da gibt es überhaupt keine Frage darüber. Schauen wir uns auch
in 2. Korinther Kapitel 4 an, was hier geschrieben steht. 2. Korinther Kapitel 4 und in Vers 3. Ja, ich bin ein wenig ungehalten, ich will es ganz offen zugeben, weil ich so viel gehört habe von Menschen, die total verwirrt sind in ihren Ideen, aber dann versuchen, ihre verwirrten Ideen anderen nahezubringen und die dann verwirren. Und Paulus sagt, deren Ende wird schrecklich sein. Wenn sie meinen, sie haben von Gott die Aufgabe erhalten, andere zu belehren, dann achten sie bitte darauf, dass sie auch die Wahrheit lehren. Denn sonst möchte ich nicht in ihren Schuhen stecken. 2. Korinther Kapitel 4 und Vers 3. Hier geht Paulus nur einen Schritt weiter. Zunächst sprach er von meinem Evangelium. Und jetzt sagt er in Vers 3, in 2. Korinther 4, ist nun aber unser Evangelium verdeckt. So ist es denen verdeckt, die verloren werden. Unser Evangelium. Mit anderen Worten, das Evangelium Gottes, das Evangelium Jesu Christi, das Evangelium des Reiches Gottes, ist unser Evangelium geworden, weil wir 100% mit ihm übereinstimmen. Und wenn wir Geistliche sind, die von Gott beauftragt sind, das Evangelium zu predigen, dann müssen wir 100% mit dem, was Gott uns in der Bibel sagt, übereinstimmen. Und das dann auch lehren. Und uns des Evangeliums nicht schämen und sagen, ach ja, ich sage das lieber nicht, das könnte irgendwie Anstoß erregen. Oder ich muss ja meine Arbeit behalten und wenn ich das sage, dann würden einige das nicht so akzeptieren. Wenn wir uns Gottes Wort schämen, dann wird sich Gott unserer auch schämen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Das lesen wir ganz eindeutig in der Bibel. Aber die Tatsache, dass es unser Evangelium ist, dass es mein Evangelium ist, dass es ihr Evangelium ist, wenn sie ein bekehrter Christ sind und demgemäß leben, hat auch eine weitere Bedeutung. Wir werden heute als Botschafter Jesu Christi angesprochen, Repräsentanten Jesu Christi, die also Jesus Christus in unserem Leben repräsentieren, die so leben, wie Christus gelebt hat. In dieser merkwürdigen Bekanntmachung der Grace Communion International wird hier Folgendes auch noch gesagt. Es wird hier gesagt, um Jesus zu folgen, bedarf es keiner Bestimmungen, keiner Vorschriften. Es bedarf noch nicht einmal des Versuches, ihn zu imitieren. Ja, das ist Gotteslästerlichkeit in meinen Augen. Denn das ist genau das, was die Bibel sagt, was wir tun müssen. Wir betrachten Christus als unser Beispiel, dem wir folgen müssen. Wir müssen so leben, wie er gelebt hat. Und wenn wir richtig das verstehen, dass Jesus Christus heute durch den Geist in uns wohnt, dann müssen wir ihm auch gestatten, in uns zu leben und durch uns zu leben. Schauen Sie, das ist eine Verantwortung, die wir zu allen Zeiten beherzigen müssen. Und wenn wir halt nicht so leben, wie wir als Christen, als wahre Christen leben sollten, dann bringen wir Schande auf den Namen Jesu Christi. Und die alten Israeliten, die haben damals Schande gebracht, indem sie nicht mehr die heiligen Festtage Gottes gehalten haben, nicht mehr den wöchentlichen Sabbat gehalten haben, nicht mehr die heiligen jährlichen Festtage gehalten haben. Und Gott sagt, ihr habt meinen Namen verunehrt unter den Heiden, zu denen ihr gekommen seid. Und das gilt für uns heute auch. Wenn wir nicht mehr so leben, wie Gott es von uns erwartet und verlangt, dann verunehren wir seinen Namen. Das wahre Evangelium ist auch ein ewiges Evangelium. Es wird so beschrieben. Schauen wir uns dies einmal in Offenbarung Kapitel 14 an. Offenbarung Kapitel 14. Und es ist eigentlich nicht verwunderlich, wenn wir verstehen, wo das Evangelium herrührt. Offenbarung Kapitel 14, die Verse 6 und 7. Da heißt es, ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Der hatte, nun Luther übersetzt hier, ein ewiges Evangelium. Andere übersetzen das ewige Evangelium, aber der Sinn ist der gleiche, weil es ja nur ein Evangelium gibt. Und hier wird gesagt, das ist das ewige Evangelium. Der hatte also ein ewiges oder das ewige Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen. Das heißt jetzt nicht, dass der Engel diese Verkündigung tat, aber er hatte das Evangelium, das weiter verkündigt werden sollte, wie ja auch Christus zunächst einmal die Botschaft an den Engel gab, der die Botschaft dann weiterleitete an Johannes den Täufer, der das dann niederschrieb. Also hier hat dieser Engel das ewige Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Wir hatten dies ja gelesen, das Evangelium, dieses Evangelium vom Reich wird verkündigt werden allen Völkern. Und dann wird das Ende kommen.
Hier wird genau das Gleiche wieder gesagt. Aber achten wir jetzt auf Vers 7. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Der berühmte Wissenschaftler Stephen Hawking hat behauptet, dass es keinen Gott geben muss, denn das Evangelium hat sich ja, oder vielmehr das Universum, hat sich ja angeblich selbst erschaffen, aufgrund von Gesetzen, die bestanden wie das Gesetz der Schwerkraft. Ich habe da eine auf Posten stehen Programm gebracht und den Unsinn einer solchen Idee dargestellt. Hier heißt es eindeutig: Betet den an, der alles erschaffen hat. Wer das nicht glaubt und natürlich dann auch Gott nicht anbetet, der wird letztendlich die Konsequenzen zu tragen haben. Es geht hier um das ewige Evangelium. Es ist das Evangelium des Reiches Gottes, das ewig ist. Es ist das Evangelium Gottes des Vaters, der ewig ist. Es geht um das Evangelium Jesu Christi, der ewig ist. Und das bedeutet mit anderen Worten, dass Gott, der sich ja nicht ändert, dieses Evangelium zu allen Zeiten schon einigen verkündigt hat. Wie zum Beispiel Abraham. Schauen wir uns dies in Galater Kapitel 3 an. Galater Kapitel 3 und in Vers 8. Nun, da hat der Luther wiederum das ungünstig übersetzt. Und ich lese Ihnen aber gleich die Elberfelder Bibel vor, wie die das schreiben. Zunächst einmal Galater Kapitel 3 und Vers 8 in der Lutherbibel. Die Schrift aber hat es vorausgesehen, dass Gott die Heiden durch den Glauben gerecht macht. Darum verkündigte sie dem Abraham: In dir sollen alle Heiden gesegnet werden. Nun wiederum schauen wir uns jetzt die Elberfelder Bibel an, wie die Galater 3 und Vers 8 übersetzen. Da heißt es: Die Schrift aber, voraussehend, dass Gott die Nationen aus Glauben gerecht oder rechtfertigen werde, verkündigte dem Abraham die gute Botschaft, also das Evangelium. Das Evangelium ist ja die gute Nachricht, die frohe Botschaft. Verkündigte dem Abraham die gute Botschaft voraus: In dir werden gesegnet werden alle Nationen. Das ist natürlich Teil des wahren Evangeliums. Diese Botschaft, dieses Evangelium wurde bereits durch Gott an Abraham verkündigt. Und nicht nur an Abraham. Im Hebräerbrief, Kapitel 4, und auch das übersetzt Luther unglücklich, aber ich werde hier nur jetzt aus der Elberfelder Bibel zitieren. Hebräer 4 und Vers 2, denn da heißt es nämlich auch über die alten Israeliten. Da heißt es: Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch denen. Also Paulus sagt, uns ist die gute Botschaft, das Evangelium, und es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium vom Reich Gottes, die ist uns verkündigt worden. Aber er sagt, denen ist die auch verkündigt worden. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Aber schauen Sie, es geht nicht nur um theoretischen Glauben. Denn er fährt fort zu sagen in Vers 6, auch hier wiederum aus der Elberfelder Bibel zitiert: Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen, mit anderen Worten die Ruhe, und die, denen zuerst die gute Botschaft verkündigt worden ist, des Ungehorsams wegen nicht hineingegangen sind. Es geht hier also um eine Parallele, es geht um die Ruhe des Millenniums, wenn Gott hier auf Erden herrschen wird durch Jesus Christus. Und es geht um das damalige gelobte Land, in das die Israeliten nicht eingehen konnten, diese Ruhe, diese physische Ruhe nicht erleben konnten, aufgrund ihres Ungehorsams. Schauen Sie, es geht nicht nur darum, an das Evangelium zu glauben, es geht auch darum, dem Evangelium gehorsam zu sein. Und so heißt es hier dann weiter: Da bestimmt er wieder eine Zeit oder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David: Nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Viele verhärten heute ihre Herzen. Viele wollen heute die gute Botschaft, die gute Nachricht, das Evangelium des Reiches Gottes nicht hören, weil sie Gott nicht gehorsam sein wollen. Sie müssen sich die Frage stellen, ob sie in einer solchen Kategorie sich befinden. Ob sie verwirrt sind durch die vielen Ideen, die da so herumschwirren und meinen auch, es ist ja doch egal, woran man eigentlich jetzt glaubt, solange wie man an etwas glaubt. Gott sieht das anders. Ich hoffe, Sie sehen das auch anders.
In Epheser Kapitel 6 wird ein weiterer Aspekt des Evangeliums beschrieben. Epheser Kapitel 6, die Verse 14 und 15. Hier beschreibt Paulus die Waffenrüstung Gottes, die wir alle anziehen müssen, um Satan überwinden zu können. Es ist also nicht unsere eigene Waffenrüstung, unsere geistliche Waffenrüstung, es ist die Waffenrüstung, die uns von Gott gegeben werden muss. Vers 14 in Epheser Kapitel 6. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit, angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Schauen Sie, hier wird das Evangelium des Friedens genannt. Nun, das ist kein anderes Evangelium als das Evangelium des Reiches Gottes. Beides stimmt miteinander überein. Schauen Sie, Gott ist ein Gott des Friedens. Jesus Christus wird der Prinz oder der Fürst des Friedens genannt. Wir lesen, dass es kein Ende haben wird mit dem Frieden und mit seiner Herrschaft. Gott wird auch im 2. Korintherbrief, eine Stelle, die Sie sich nachher anschauen können, in Kapitel 13 und Vers 11, der Gott der Liebe und des Friedens genannt. Schauen Sie, das Evangelium des Friedens bezieht sich natürlich auf eine Zeit, wenn Frieden herrschen wird hier auf Erden. Wenn es nicht mehr dazu kommen wird, dass Menschen Krieg führen. Richtig verstanden ist Krieg der absolute Gegensatz zu dem Evangelium des Friedens. Wer sich heute Christ nennt, wer heute Christ sein will, oder wer es ist, und dann meint, er könne in den Krieg ziehen und andere Menschen umbringen, der versteht noch nichts von dem Evangelium des Friedens. Sie können sich nachher Stellen wie Jesaja Kapitel 2 anschauen, die berühmte Stelle, die auch von den Vereinten Nationen angewandt worden ist, wo eben die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Eine Zeit des Millenniums, wenn Christus auf Erden herrschen wird. In Micha Kapitel 4, die ersten vier Verse, finden sich ähnliche Überlegungen, ähnliche Aussagen. Aber es geht nicht nur um den zukünftigen Frieden. Wie ich ja bereits schon sagte, wenn Sie ein bekehrter Christ sind, wenn in Ihnen Gottes Geist wohnt, dann können Sie bereits heute schon den Frieden Jesu Christi in Ihrem Leben bemerken. In Epheser Kapitel 2, Epheser Kapitel 2, lesen wir Vers 17. Epheser Kapitel 2 und Vers 17. Christus ist gekommen, er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Er hat also Frieden verkündigt für alle die, die er berufen hat, die er berufen würde, bereits schon in diesem Leben. Leider finden wir heute nicht allzu viel von diesem Frieden, denn die Menschen sind nicht willens, Gott gehorsam zu sein. Eine interessante Ankündigung findet sich in Lukas Bericht in Kapitel 2 und in Vers 14. Lukas Kapitel 2 und in Vers 14. Eine interessante Stelle, die immer so zu Weihnachten gelesen wird, in der sogenannten Weihnachtsgeschichte, obwohl natürlich Christus keineswegs zur Weihnachtszeit geboren worden ist, geboren sein kann. Und diejenigen, die an diese Weihnachtsgeschichte glauben, verstehen noch nicht einmal, was hier eigentlich den Hirten verkündigt worden ist. In Lukas Kapitel 2 und Vers 14, da heißt es nämlich, dass die Engel erschienen, sie lobten Gott und sie sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe. Lukas Kapitel 2 und Vers 14, und Friede auf Erden bei den Menschen, wie Luther übersetzt, seines Wohlgefallens. Oder besser noch, bei den Menschen, die guten Willens sind. Schauen Sie, als Christus damals geboren wurde, wurde nicht universeller Frieden bereits damals schon verkündigt. Es war klar, dass ein solcher Friede nicht entstehen würde. Christus sagte ja, die Zeichen für meine Wiederkunft bestehen zum Beispiel darin, dass ihr von Kriegen hören werdet und von Kriegsgerüchten. Nein, es geht um die Menschen, die Gott wohlgefällig sind, die guten Willen haben, die bereit sind, sogar für das Evangelium zu leiden, wenn es darum geht, nicht in einen Krieg zu ziehen und vielleicht dadurch verfolgt werden, dafür die Konsequenzen zu zahlen haben. Sie können sich nachher in Psalm 37,
und in Vers 37 eine Stelle anschauen, wie sie in der Zürcher Bibel übersetzt wird und auch in der Elberfelder Bibel. Da heißt es nämlich, die Zukunft für einen Gerechten ist Frieden. Oder auch, eine Zukunft hat der Mann des Friedens. Also das Evangelium ist ein Evangelium des Friedens, weil, um es deutlich zu machen, Gott Friede ist. Gott ist ein Gott des Friedens. Friede wird mit Gott identifiziert. Gott ist Friede, wie es auch heißt, dass Gott Liebe ist. Gott ist die Liebe. Und das ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. Also auch das stimmt alles überein. Eine weitere interessante Stelle finden wir im Epheserbrief im ersten Kapitel. Epheser Kapitel 1 und in Vers 13. Auch hier ein wenig unglücklich, aber dennoch nicht unbedingt falsch, aber ein wenig unglücklich von Luther übersetzt. Aber ich lese Ihnen dann auch das vor, wie es die Elberfelder Bibel beschreibt. Epheser 1 und Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. Das heißt hier nicht über eure Seligkeit. Also er schreibt hier, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Die Elberfelder Bibel übersetzt in Epheser 1 und Vers 13. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Also das Evangelium des Friedens ist auch ein Evangelium unseres Heils. Schauen Sie, Gott ist ein Gott des Heils. Schauen wir uns dies kurz in Micha Kapitel 7 einmal an im Alten Testament. Gott ist ein Gott des Friedens. Gott ist ein Gott der Liebe. Gott ist ein Gott des Heils. Und er will uns dieses Heil geben. In Micha Kapitel 7. Und lesen wir auch in Vers 7. Micha Kapitel 7 und Vers 7. Da heißt es, ich will aber auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Schauen Sie, er ist der Gott unseres Heils. Jesus Christus ist unser Heiland. Aber Gott der Vater wird auch unser Heiland genannt. Und wir lesen auch in der Apostelgeschichte, im 4. Kapitel, in Vers 12, eine Stelle, die Sie an sich kennen sollten und müssten, dass es in keinem anderen das Heil gibt. Es ist kein Name gegeben den Menschen, worin sie sollen selig werden, worin sie das Heil erlangen sollen, als der Name Jesu Christi. Das Evangelium Gottes, das Evangelium Jesu Christi, ist das Evangelium des Heils der Menschen. Wenn wir an etwas anderes glauben, können wir das Heil nicht erlangen. Nun, einigen passt natürlich eine solche Aussage keineswegs. Zunächst einmal den Atheisten passt es nicht, weil die ja gar nicht an Gott glauben. Aber andere, die zum Beispiel nicht an den christlichen Glauben glauben, denen passt das auch nicht, denn die meinen, sie können das Heil auch durch ihre eigenen Gottesverehrungen erlangen. Und sogar vielen orthodoxen Christen gefällt das keineswegs, weil die an eine Dreieinigkeit glauben, ohne sie zu verstehen. Denn wer kann schon die Idee der Dreieinigkeit verstehen? Sie ist ja total unlogisch. Aber die sind dann sehr erbost, wenn ihnen jemand sagt, ja, die Dreieinigkeit, diese Idee, die gibt es nicht. Die ist eine Erfindung, die sogar aus dem Heidentum herrührt. Es waren die alten Griechen, die alten Babylonier, die diese Idee hatten. Und in den meisten Religionen heute, in den heidnischen Religionen, gibt es eine Form der Dreieinigkeit. Aber die Bibel lehrt diese Dreieinigkeit keineswegs. Und die meisten, die diese Dreieinigkeit lehren und vertreten, die geben das auch zu. Die sagen, ja, das kann man nicht verstehen, aber man muss daran glauben, sonst verliert man sein Heil. Wo steht denn das in der Bibel? Also wie gesagt, wir müssen an die Wahrheit des Evangeliums glauben, wie das Evangelium in der Bibel beschrieben steht. Und in keinem anderen ist das Heil. Und wir können auch durch keinen anderen Namen selig werden als den Namen Jesu Christi. In Matthäus Kapitel 19 findet sich eine interessante Stelle. Angefangen in Vers 16, die total aufräumt mit den falschen Ideen über das Evangelium,
die so heute in der Welt kursieren. In Matthäus Kapitel 19, angefangen in Vers 16, lesen wir von einem jungen, reichen Mann, der zu Christus kam, der hatte eine bestimmte Frage. Der sagte in Vers 16, und siehe, einer trat zu ihm und fragte, Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Also der verstand, dass er das ewige Leben noch nicht hatte. Die meisten Menschen heute meinen, sie hätten bereits das ewige Leben, weil sie ja eine unsterbliche Seele seien oder eine unsterbliche Seele in sich hätten. Die Bibel lehrt nirgendwo etwas von einer unsterblichen Seele. Die Seele, die sündigt, sie soll sterben, lesen wir im Buch Ezekiel. Er verstand, das ewige Leben war etwas, was ihm gegeben werden musste. Und wir müssen verstehen, dass wir das ewige Leben ebenfalls noch nicht haben. Es muss uns gegeben werden. In Vers 17 sagt Christus, er sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur einer. Mit anderen Worten, die Idee ist, Gott ist gut. Und ich sage euch jetzt, was Gott euch sagt. Und er spricht hier mit Autorität. Und er sagt jetzt zu ihm, willst du aber zum Leben eingehen? Also er sagt nicht, ja, du hast es doch bereits schon. Nein, willst du zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Angeblich kam doch Christus, die Gebote abzuschaffen, wie man das so heute hört. Und er fragte ihn in Vers 18, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter, alles dies sind Teil der 10 Gebote. Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Diese Aussage fasst die letzten 6 der 10 Gebote zusammen, weil es darum um die Liebe zum Nächsten geht. Wenn sie den Nächsten lieben, dann stehlen sie nicht von ihm, dann töten sie ihn nicht. Dann begehen sie keinen Ehebruch mit seiner Frau und so weiter und so fort. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Und Jesus antwortete ihm, willst du vollkommen sein? Wir sollen ja alle vollkommen werden, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Willst du vollkommen sein, so gehe hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das war eine Anweisung an diesen Jüngling, denn der hatte ein Problem mit seinem Reichtum. Das gilt nicht für uns heute unbedingt, es sei denn, wir haben ein Problem mit unserem Reichtum, aber es gilt für uns in der Beziehung, wo wir vielleicht Idole in uns aufgearbeitet haben, die wir irgendwie denen wir nachfolgen, wir sollen uns von all dem trennen, was uns daran hindert, Christus nachzufolgen. Vers 22. Als der Jüngling das Wort hörte, da ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Er wollte diesen letzten Schritt nicht tun. Er wollte nicht das aufgeben, was er so sehr liebte. Vers 23. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Es geht hier nicht um ein Reich, in das wir, mit anderen Worten, es geht nicht darum, dass wir, wenn wir sterben, in den Himmel kommen. Es geht um ein Reich, das vom Himmel aus regiert wird. Und das natürlich im jetzigen Zeitpunkt im Himmel ist, weil das Reich ist ja Gott. Und Gott lebt im Himmel. Aber schauen wir, wie es weitergeht. Vers 24. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Mit anderen Worten, das Reich Gottes ist das gleiche wie das Himmelreich. Und wie wir gesehen haben, es ist das gleiche mit ewiges Leben erlangen. Denn wenn wir in das Reich Gottes eintreten, wenn wir Gott werden, dann werden wir natürlich auch ewiges Leben haben. Und dass das seine Jünger das hörten, Vers 25, da entsetzten sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Wer kann dann das Heil erlangen? Wer kann dann die Seligkeit erlangen? Alles das ist identisch. Die wahre Seligkeit wird dann erlangt, wenn wir in das Reich Gottes eintreten, wenn wir ewiges Leben erlangen, wenn wir ins Himmelreich eintreten sozusagen. Mit anderen Worten, alles dies bezieht sich auf das gleiche Faktum. Es geht hier nicht um verschiedene Ideen, verschiedene Evangelien. Es gibt nur ein Evangelium. Es ist das Evangelium unseres Heils, weil es das Evangelium des Reiches Gottes ist, weil es das Evangelium Gottes ist. Gott sagt uns, wie wir das Heil erlangen können. Und Gott ist eben der Gott unseres Heils. Und dann lesen wir eine weitere interessante Identifikation des Evangeliums im 1. Timotheusbrief. 1. Timotheus, Kapitel 1 und in Vers 11. 1. Timotheus, Kapitel 1 und Vers 11. Da lesen wir wiederum in der Lutherbibel, dass dies nach dem Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes der Fall ist, das mir anvertraut ist. Schauen Sie, Paulus sagt, das Evangelium ist mir anvertraut. Deswegen kann er es mein Evangelium nennen,
weil er es in hundertprozentiger Weise verkündigte. Aber hier wird das Evangelium von der Herrlichkeit des seligen Gottes erwähnt. Die Elberfelder Bibel übersetzt das Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes. Also das ist das Gleiche damit gemeint. In keiner dieser Fälle lesen wir das Evangelium über die Herrlichkeit. Schauen Sie, es ist weitaus mehr als nur ein Bericht über die Herrlichkeit Gottes. Die ist natürlich mit eingeschlossen. Aber wie ich sagte, das Evangelium ist eine Botschaft Gottes an den Menschen. Und wir lesen hier über das Evangelium der Herrlichkeit Gottes, weil nämlich die Herrlichkeit Gottes unsere Herrlichkeit werden soll. Wir sollen eintreten in die Herrlichkeit Gottes. Wir lesen etwas Ähnliches im 2. Korintherbrief. 2. Korinther, Kapitel 4 und in Vers 4. 2. Korinther, Kapitel 4 und Vers 4. Wir hatten bereits Vers 3 gelesen, wo Paulus sagt, ist unser Evangelium verdeckt. Es ist verdeckt denen, die verloren gehen. Aber jetzt schreibt er weiter in Vers 4, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt, Satan der Teufel, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen, das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. Und auch hier übersetzt die Elberfelder Bibel das Evangelium der Herrlichkeit Christi. Also schauen Sie, Jesus Christus ist das Ebenbild Gottes. Die Herrlichkeit, die er hat, entspricht der Herrlichkeit des Vaters. Aber wenn Sie und ich das ewige Leben ererben im Reich Gottes, wenn wir in das Reich Gottes eintreten, wenn wir verwandelt werden, werden wir verwandelt werden zu Herrlichkeit. Und zwar zu der gleichen Herrlichkeit, die Gott der Vater und Jesus Christus haben. Wir werden Gott sein. Das ist das, was die Bibel überall lehrt. Das ist das, was heute so gut wie niemand versteht. Und wir werden die Herrlichkeit Gottes erhalten. 1. Korinther, Kapitel 15, die Verse 42 und 43. Verstehen Sie jetzt, warum ich am Anfang sagte, dass so viel Verwirrung herrscht über das wahre Evangelium? 1. Korinther 15, die Verse 42 und 43. Da sagt Paulus, so ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät verweslich, es wird auferstehen unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit, es wird auferstehen in Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Vers 49. Wie wir getragen haben das Bild des irdischen, Adam, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen, Jesus Christus. Wir werden das Bild des himmlischen tragen. Christus ist das Abbild Gottes. Wir werden das Abbild Jesu Christi sein. Wir werden verherrlichte Gottwesen sein im Reich Gottes, in der Gottfamilie. Denn das ist ja das, was das Reich Gottes ist, die Familie Gottes, die über andere herrschen wird. Im Römerbrief lesen wir Kapitel 8. Römer Kapitel 8, die Verse 29 und 30. Römer Kapitel 8, die Verse 29 und 30. Den, die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Vers 30. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Jetzt noch nicht, aber es ist dies eine absolute Tatsache. Eine absolute Wirklichkeit, dass wenn Christus zurückkommt, wir sein Bild tragen werden. Wir werden dann verherrlichte Gottwesen sein im Reich Gottes, in Gottes Familie. Wiedergeborene Gottwesen. Zurzeit sind wir gezeugte, vom Geist gezeugte Kinder Gottes, noch nicht wiedergeboren. Aber wenn wir wiedergeboren sind, werden wir im Reich Gottes sein, werden wir Gottwesen sein, verherrlichte Gottwesen. Schauen Sie sich mit mir 2. Korinther Kapitel 3 an. 2. Korinther Kapitel 3 und in Vers 18. 2. Korinther 3 und Vers 18. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt in sein Bild. In sein Bild. Und Christus ist das Bild Gottes des Vaters. Wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen. Von dem Herrn, der der Geist ist. Das ist das Potenzial des Menschen, verherrlicht zu werden. Im 1. Johannesbrief lesen wir, dass wir Christus
gleich sein werden, wenn er zurückkommt. Wir werden ihn sehen, wie er ist, nicht nur wie hier in einem Spiegel, sondern genau in ganz richtiger Art und Weise, weil wir dann Geistwesen sein werden und als Geistwesen können wir ein anderes Geistwesen, Jesus Christus, in seinem verherrlichten Zustand sehen. Also die Bibel ist ganz klar, dass wir verherrlichte Gottwesen werden sollen. Und deswegen lesen wir eben von dem Evangelium der Herrlichkeit des seligen Gottes, die eben an uns weitergegeben werden soll. Und letztendlich noch eine abschließende Stelle in der Apostelgeschichte. Auch hier finden wir eine interessante Aussage über das Evangelium. Apostelgeschichte, Kapitel 20 und in Vers 24. Apostelgeschichte 20 und Vers 24. Da heißt es, aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, sagt Paulus, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium, es heißt hier, von der Gnade Gottes. Die Elberfelder Bibel schreibt das Evangelium der Gnade Gottes. Es geht also um das Evangelium, die frohe Botschaft der Gnade Gottes oder von der Gnade Gottes, nicht nur allein über die Gnade Gottes, weil nämlich das Evangelium der Gnade Gottes identisch ist mit dem Evangelium unserer Herrlichkeit, unseres Heils, der Herrlichkeit Gottes. Schauen Sie, es gibt nicht verschiedene Evangelien. Es gibt nur ein Evangelium. Aber dieses Evangelium kann auf verschiedene Arten und Weisen beschrieben werden. Es geht um die Gnade. Sie können nicht in das Reich Gottes kommen aufgrund Ihrer Werke. Sie können noch nicht einmal Jesus Christus anerkennen als Ihren persönlichen Erlöser aufgrund Ihrer Werke. Es geht darum, dass Gott Sie aus Gnade beruft. Das, was Sie getan haben, ist total unerheblich, wenn es zur Berufung Gottes kommt. Sie haben nicht verdient, berufen zu sein. Sie haben nicht verdient, die Wahrheit zu erkennen, wenn Sie sie erkennen. Alles dies geschieht aus der Gnade Gottes. So ist es von daher auch kein Wunder, dass Paulus ja von dem Evangelium der Gnade Gottes spricht. Aber die Gnade Gottes ermöglicht es uns, und es wird dies für alle Menschen gelten, die Wahrheit zu erkennen, der Wahrheit gemäß zu leben und letztendlich teilzuhaben, Anteil zu haben am Reich Gottes, verherrlichte Gottwesen zu werden. Das ist der Grund, warum Gott den Menschen erschaffen hat. Die meisten Menschen heute verstehen dies nicht, lehnen dies ab. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wenn sie es verstehen. Schauen Sie, es geht dies alles und geschieht dies alles aus Gnade heraus. Im Buch der Offenbarung lesen wir im 22. Kapitel eine Aufforderung an alle, die heute berufen sind, aber noch mehr an alle Menschen, die dann in der Zukunft, im Millennium und im großen weißen Throngericht, von dem Offenbarung 20 spricht, berufen werden. Dann heißt es hier in Offenbarung Kapitel 22 und Vers 17, Offenbarung 22 und Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, wenn wirklich nach der Wahrheit dürstet, der komme. Und wer da will, wer da wirklich will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Umsonst. Sie können es sich nicht erkaufen. Sie können nichts dafür tun. Gott gibt ihnen die Wahrheit und er läutert ihnen die Wahrheit und offenbart ihnen die Wahrheit umsonst. Aber das bedeutet nun nicht, dass wenn wir die Wahrheit erkannt haben, dass wir dann einfach weiterhin so in den Tag hineinleben können, uns nicht um das Scheren zu brauchen, was Gott uns da verkündet. Gott erwartet von uns, dass wir dann auch der Wahrheit gemäß leben. Er gibt uns die Wahrheit umsonst. Aber wie wir gelesen haben, er erwartet von uns, dass wir der Wahrheit glauben und ihr gehorchen, die Gebote halten, um das ewige Leben im Reich Gottes erlangen zu können. Gott kann uns das Heil wieder nehmen. Wir sind in gewisser Weise von unseren vergangenen Sünden gerettet. Wir werden heute mehr und mehr vervollkommnet, aber die ewige Seligkeit, die steht natürlich uns noch bevor. Christus sagt, wer ausharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Wir können diese Seligkeit, die uns Gott anbietet, verlieren. Wir können uns disqualifizieren. Auch das ist eine Lehre, die heute von vielen nicht mehr vertreten wird. Aber es ist eine sehr wichtige Lehre, die wir erkennen müssen, die Teil ist des wahren Evangeliums des Reiches Gottes. Zum Abschluss gesagt, es gibt nur ein Evangelium, das Evangelium des Reiches Gottes. Es ist das Evangelium Gottes des Vaters und Jesu Christi. Und es sollte unser Evangelium sein. Wir sollten hundertprozentig mit dem übereinstimmen, was das Evangelium verkündet. Dieses Evangelium ist ewig.
Es kann nicht verändert werden. Es ist nie verändert worden. Es wird auch nie verändert werden. Es ist eine Botschaft des Friedens. Es ist eine Botschaft unseres Heils. Es ist eine Botschaft der Herrlichkeit Gottes, die unsere Herrlichkeit werden soll. Und es ist eine Botschaft der Gnade Gottes. Denn Gott ist ein Gott der Gnade. Wir können das, was Gott uns anbietet, nicht verdienen. Gott gibt es uns umsonst. Er ist willens, uns dieses freie Geschenk, dieses kostbare und gleichwohl nicht zu erwerbende Geschenk zu geben. Aber wir müssen uns auch würdig erweisen, dass wir dem Geschenk gemäß dann leben wollen. Christus sagt, betet alle Zeit und wachet, dass ihr würdig erfunden werdet. All dem, was noch kommen wird, all diese schrecklichen Dinge, die noch kommen werden, zu entfliehen und zu stehen vor dem Menschensohn, wenn er zurückkommt, zu richten, die Lebendigen und die Toten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.